Welcome, welcome, meine Freunde. Hier ist wieder Luca, euer Lost Baller. Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns. Wir haben zweimal gestreamt. Da sind viele Highlights entstanden. Nicht nur in FIFA, auch in anderen Spielen. Dazu kommen auch Videos in den nächsten Tagen. Seid da gespannt. In dem Video dreht sich aber heute um FIFA. Wir haben zwei Icon Player Picks geöffnet. Wir haben die Weekend League natürlich zu Ende gespielt, dazu die Rewards und natürlich auch ein paar Ingame-Highlights. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass jetzt gerne ein Abo da, damit du natürlich in Zukunft nichts mehr verpasst. Wenn dir dieses Video auch noch zusätzlich gefällt, kannst du noch ein Like da lassen. Und wenn du natürlich die Sachen auch alle mal in live sehen willst, dann geh jetzt schon mal rein, twitch.tv/lostballeryt, lass da ein Follow da. Dann bekommst du auch eine Benachrichtigung, wenn ich da live bin. Dienstags, Donnerstags, Freitags, Sonntags. Falls ihr es auch so reicht, immer so 18, 19 Uhr. Weiter quatschen wir auch gar nicht rum. Video ab dafür. Jetzt wird's verrückt. Der kann mich brechen, der Pick, glaube ich, ne? Freunde, wir haben den Basis- oder Mid-Icon-Pack im Stream hier live eröffnet. Haben wir jetzt hier, also noch nicht geöffnet, aber wir haben ihn hier. Egal wer kommt, den packen wir ins Weekend League Team rein. Ich bin sehr nervös, weil die SPC hat auch 700k gekostet, aber ich konnte meine Oblaks auscashen. Ich habe 4 Millionen auf dem Konto. Ich muss belieben und es muss ein guter werden. Ja. Gehen rein. Ja, tu so. Aber wir machen das so, da sieht man am wenigsten. Der zweite. Ach, da steht auch der Name, ne? Scheiße, Tschech. Und der dritte. Raoul. Alle. Aua. Ich habe Upgrade 60, ich öffne 100k-Pack, ich öffne 50k-Pack. Clever. Wollt ihr den Spaß angucken hier einmal, so schätze einfach. Ja, wir gucken mal rein. Ultimatives Pack Nummer 2. Jetzt so ein 3er Walkout-Set und dann wird jetzt noch mal spannend. Was ist denn das? Die Nuller. Die Nuller! Ja, Junge! Gegen die 120k-Packs. Ginola! Der kostet noch eine Million! Kaufen wir mal den Ginola. Spiel gegen Duchess Sport. Ja, 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 ja. Hey, Finn. Würdest du wahrscheinlich verlusten? Ey, ich habe auf Ronaldo gedrückt. Sorry, Finn. Ich brauche noch einen Zap von Dustin, deshalb muss ich jetzt hier gut spielen. Und Finn schenkt Dustin direkt den Ding jetzt, also kann ich jetzt verlieren. Cool. Weil das Supporter sind, nicht so wie ganze meine ganzen Freunde, die hier nur nicht einmal einen Zap dagelassen haben, außer Dennis. Weil das Supporter sind. Ich habe noch eine Weekend League zu gewinnen. Businessmensch. Außenbeschuss, Gold. Halbpunkte sammelt, wissen die wenigsten. Wenn man Sub ist, schneller Kanalpunkte sammeln, steht da glaube ich auch, ne? Bei Dortmund. Dortmund zweite oder was? Generell machen das auch auf die Jugendspieler, oder? Aber kann man sich auf der Worm. Mit einer Regelung macht, dass die Jugendspieler, der VfL hat das mit einer Drohungszeit gemacht, dass du dich auch darauf bewerben kannst. Muss halt gut für sein auch, ne? Ja, okay. Ich wurde mal, gibt's auch einen Bericht auf Reviersport, ich wurde mal des Feldes verwiesen als Balljunge vom Schiedsrichter. Zweite Stange, Ronaldo. Ey, das geskippt! 30 Sekunden, eine Minute auf Win. Er spielt Modest, cool. Machen oder erstmal so eine Notlösung? Arthur, zeig's mir. Arthur hat's mir gezeigt. Ich krieg ein Tor von Modest rein. Danke.
Danke. Aber wenn Maler gelernt hat, kann man immer an sich malerisch alles selber zu machen. Ja, da ist ein Vorteil, spart man wiederum Geld. Erstmal Vieri und dann ein paar Tage nach mir mit Essien, auch tradable. Scorpion-Tor schmückt. Choose your character. Ach nein, ich sehe es auch schon kommen. Nice. Es ist so lächerlich. An sich ein schönes Tor. Mit dem Stehenbleiber da. Ich möchte doch nur mal jemanden haben, der nach einem 1-0 rausgeht. Einmal in der Weekend League. Ein. Junge, Miguel, mein Ronaldo ist kaputt. Wie führe ich mich? Oh mein Gott. Er stellt den Torwart 3 Minuten lang, er schießt trotzdem in die Ecke. Okay, ich verstehe schon, Ronaldo. Digga, das gibt's doch nicht. Nein. Oh mein Gott, wie schlecht ist er und es klappt. Oh mein Gott. Digga, nein. Natürlich, natürlich. Kurz Konzentration vielleicht, weil ich das eigentlich noch gewinnen kann, aber EA will das, glaube ich, gerade nicht. Ja. Freunde, wir haben hier den nächsten Icon Player Pick von Miguel. Er ist auch im Call, das heißt, wir kriegen seine Reaktion direkt mit. Mit schlechter Qualität, aber egal. Mein aber bodenlos, heißt aber nicht, dass wir hier die anderen verhungern lassen. Deshalb gehen wir jetzt auch nochmal in die Wette. Du hast das Zepter in der Hand, du kannst das Pick auch machen, wann du willst. Ich gebe dir trotzdem Countdown, aber wird eh nicht klappen wegen Delay. Ich sage einfach 3, 2, 1, Abfahrt. Auf geht's. Wir haben Carlos Alberto. So, Freunde, Weekend League ist fertig. Wir reden nicht drüber, was das war. Also, ja, egal. Vielleicht seht ihr ein paar Spiele davon im Highlight-Video. Sonst kommt einfach in die Streams rein und guckt euch an. Wir haben 3 Player-Picks. Wir wollen Marquinhos haben, bitte. Ich werde jetzt wahrscheinlich Theo bekommen, aber ich habe Roberto Carlos. Aber ich möchte bitte nur Marquinhos in Rot bekommen. Wir gehen einfach rein. Abfahrt. Milinkovic-Savic, gar keine schlechte Karte, der hat 10 Pace mehr. Aber ich möchte nur Marquinhos, bitte einmal. Bastoni, ich kann mich nicht mehr beschweren, weil ich jetzt hier 2,87er habe. Bitte Marquinhos. Ich möchte doch, ich hatte einen Wunsch. Premium Team of the Week Set haben wir auch noch. Einfach auch machen, dann halt hier Marquinhos. Ja, könnte sogar. Nee, es wird Bastoni. Könnte sogar noch ein Theo hintereinander hinter sein. Wir gucken es uns an. Nee. Nee, nee, nee. Dann war es das mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und kommt in die Streams rein.
twitch.tv/losballeryt. Dienstags, Donnerstags, Freitags, Sonntags. Qualität ist hier geboten. Ja.